Tor des Jahres, Lukas Podolski ist gerührt von Fanliebe. Dieses Spiel wird für immer einen besonderen Platz in seinem Herzen haben. Nach 12 Jahren trat Lukas Podolski, 32, im August 2016 aus der deutschen Fußballnationalmannschaft zurück. 7 Monate später stand er zum letzten Mal für die amtierenden Weltmeister auf dem Platz. Im Freundschaftsmatch gegen England erzielte Boldy im März 2017 den Siegtreffer und bekommt dafür jetzt sogar einen Preis. Seit 1971 wählen die Zuschauer der ARD-Sendung Sportschau das Tor des Jahres. Lukas Schuss zum 1:0 heimste mit fast 40% eindeutig die meisten Stimmen ein. Anschließend bedankte sich der 32-Jährige bei den fleißigen Anrufern auf Instagram: "Ihr habt einen der geilsten Abende meines Lebens mit dem Tor des Jahres vergoldet. Ich bin stolz, dass ich das alles mit euch erleben darf." Der kölsche Jung darf sich noch mehr freuen. Insgesamt 12-mal wurde er mit dem Tor des Monats ausgezeichnet und hält damit einen Rekord. Von Köln, München, London, Mainz über Istanbul, der Zweifachpapa stand für viele unterschiedliche Clubs auf dem Rasen. Seit einem Jahr lebt der Neudönerbudenbesitzer mit seiner Familie in Japan und kickt dort für den Verein Vissel Kobe. Habt ihr gesehen, wie Poldi zum 49-mal und in seinem 130-Länderspiel das Runde ins Eckige befördert hat? Stimmt ab. Habt ihr das Tor gesehen? Nein. Ich habe es leider verpasst. Ja. Es war ein so schöner Abschluss für Poldi.